As part of the advanced rider training course by the Salzburg Police, Officer Christian Sommerlath also explains how to remove a helmet before administering first aid to a rider after an accident. Wir unterscheiden bei der Helmabnahme zwischen Einhelfer- und Zweihelfermethode. Die Kollegen von der Rettung machen jetzt die Zweihelfermethode. Das Wichtigste dabei ist, dass man einen leichten Zug auswirkt auf den Helm. Hallo. Dass die beiden immer miteinander sprechen. Der eine ist zuständig für das, dass den Helm öffnet. Und dann wird der Helm abgezogen, bis man die Nase ungefähr zieht. Der zweite greift dann unten hinein, stabilisiert den Kopf. Wichtig ist, dass der Kopf dann nicht auf den Boden fällt. Kopf hat natürlich ein gewisses Gewicht. Dann schauen wir, ob er bei Bewusstsein ist, ob er noch atmet. Atmen vorhanden. Atmen vorhanden und jetzt machen Sie die stabile Seitenlage. Das zweite Einhelfermethode. Also ich die Annahme, man hat keinen zweiten zur Verfügung. Schaut einmal, ist nicht bei Bewusstsein. Wieder, man geht leicht auf Zug. Hallo, das hier öffnen und den Helmverschluss öffnen. Und mit den Seitenbändern vom Helm druckt man den Helm auseinander. Wieder dasselbe, man zieht ihn, bis man die Nase ungefähr sieht, fährt mit der linken Hand in den Nacken, stabilisiert so den Kopf, zieht dann den Helm nach hinten herunter. Kopf vorsichtig am Boden legen. Jetzt bringt man dann in die stabilen Seitenlage. Once all this is completed, one should tilt the head backwards so that the respiratory passages are unobstructed. The mouth should be open slightly and the hand by the cheek placed in such a way that it does not cover the respiratory passages. In the next episode, we will look at how to best manage tight curves in figure of eight maneuvers. See you then!